Mission complete. So, und da haben wir in der nächsten Mission Frozen Fortress. We finally made it back to headquarters. Is it just me or is it really cold? It's to be expected. We're near Blue Moon territory. Check out the snowdrift. I'd kill to have my board right now. I just hope it doesn't back down my tanks. You do not have time for that, Jake. These drifts won't be a problem though. But if we get caught in a blizzard, it'll be a different story. I bet our units will burn more fuel if they have to pull through the snow and ice. It's good to see you again, Lady Sasha. I apologize for timing, but... Is the enemy in the vicinity? Das Wort kenne ich gar nicht. Yes, ma'am. It appears that their momentum carried them all the way here. I'm getting a coat of ice on my head just standing here. Let's check out the field. Excellent idea. Come on, everyone. It's time we did some reconnaissance work. Look at all this frosty goodness. You won't see this back home. What's up with all those working wonky buildings down the shore? Ah, I believe those are comm towers. Until now, I'd only read about them. Capture them with foot soldiers to improve communications between your units. The extra chit-chat gives them a bit of firepower boost. So, they're black holes now, huh? Let's poach them. Yes, and I believe the more comm towers you control, the stronger the effect will be. The bonuses you receive don't apply to allied units though, so don't forget that. So, wir haben hier 4 Codes zur Auswahl, weil wir mit 2 Armeen mal wieder spielen. Das Lustige an dieser Mission ist ja eigentlich, wenn ich hier eine bestimmte Code-Kombination benutze, an der blauen Seite, dann brauche ich die Orangen gar nicht. Ist einfach so, weil die Kombination ist sogar schon so eingestellt, die beiden sind immer noch Rang 0, okay. Ja dann... Jake und Rachel sind ebenfalls beide noch Rang 1. Dann will ich mal hier loslegen. Mission 13, Frozen Fortress. So freezing. Doesn't this cold bother you, Jake? Yeah, it's pretty weak. My home time is all hot and sunny year round, but it's no big deal. I'd own these fools even if it was hailing monkeys. Das ist eine Kampfansage. Wir spammen hier erstmal ein paar Infanterieeinheiten und dann. Look at all the snow. If only Commander Olaf were here. You can't spend your time thinking of how your allies can help you, Colin. Try to think of how you can help your allies instead. Das ist auch eine gute Ansage, Sascha. Mit Colin werden wir ebenfalls erstmal ein paar Infanterieeinheiten spammen. Und da ist Candy dran. Don't you find this cold intolerable Jagger? It's making my hair frizzy. Jagger has no need of hair. Black bomb lab nearby, threat of allied nations stealing the map. Hi. I highly doubt they will find it. There are simply too many places to search. It's much more important that we stay warm. Now come over here, Jagger. Situation awkward, initiating subject change. Jagger forecast calls for snow. Snowfall equals high fuel consumptions. Must attack today. Attack today. Attack before it snows. You're a dutiful one, aren't you? Do you have a space heater in there? Yes? Oh no. Oh, very well. Let's go. The
wenn man ein bisschen Glück hat hier in dieser Mission, dann fangen die da am Anfang nicht mal an, eine der, der beiden Basen da zu besetzen, sondern besetzen einfach zwei Städte. Jetzt haben sie hier eine Basis angefangen zu besetzen, das ist aber halb so wild. Die sind so oder so keine große Herausforderung. Wenn sie keine von den beiden Basen besetzen, dann kann man sie nämlich witzigerweise einfach so überrennen. So, I need more infantry. Infantry owns the game. Und Jake darf jetzt dann mal ran, weil wir kämpfen hier noch schön auf der Ebene und ich brauche seinen Booster ein bisschen. So, das heißt, ich brauche ihn. Unbedingt. So. Und ja, hier brauchen wir Infanterie. Und hier einen Panzer, weil wir Colin sind. Und weil wir es können, in der zweiten Runde schon einen Panzer zu bauen. Diese Comm Towers hier, die machen übrigens für jeden Comm Tower, den man hat, macht diese Armee 10% mehr Schaden mit allen Einheiten. Und dieser Effekt ist kumulativ. Oh, und es schneit. It's starting to snow hard out there. It's gonna get tougher to attack on the stuff. This comm is making my old bones cranky. Oh, das hat sogar gereicht. Ja gut, ich habe ein bisschen viel Glück, da ich mit Jake und Rachel hier spiele. Es deckt sich das Glück natürlich nach oben. Ich möchte, mein Hauptziel in dieser Mission ist es, die Laborkarte hier zu holen. Die ist nämlich hier auf dieser Stadt. Weil dann kann ich zur nächsten neuen Einheit gehen, die wir ja schon gesehen haben, und Jagger hat es ja vorhin schon erwähnt, da kriegen wir die Black Bombs. So, ich will da gar nicht erst hier weiter besetzen, ich will den Flughafen da haben. Und dann rücken wir mit dem Panzer mal ein Stück nach vorne. Noch zwei Infanterieeinheiten, damit wir mehr besetzen können. Und Ende. Sascha habe ich hier bei Colin eigentlich nur dabei, damit Colin ein bisschen mehr Glück hat. Anzurichten. Schnee hat übrigens, wie bereits erwähnt, einen leicht anderen Effekt als in den vorherigen Spielen. Schnee verursacht nicht mehr, dass das Vorankommen erschwert wird, sondern eher, dass der komplette Benzinverbrauch von allen Einheiten verdoppelt wird. Das gilt auch für die täglichen Benzinrationen von Flug- und Seeeinheiten. Selbstmordkommando. So, jetzt muss ich den langsam mal die Comm-Towers da wegnehmen.
bitte nur aufpassen, dass ich die Mission nicht beende, bevor ich die Laborkarte habe. Das ist das einzig Schwierige hier. Weil das passiert mir nämlich viel zu gern, dass ich das einfach mal versehentlich vorher beende. Weiter. Mach hier mal ein bisschen drauf. Das war klar, dass der so hart zurückschlägt. Der hat immer noch ein paar Comtowers. Und jetzt bauen wir hier einen B-Copter. Halt da oben benutzen wir noch, um ein bisschen Reserve zu haben. Und das ist klar, dass er die jetzt eingreift. Oder hat er sogar noch ein bisschen Glück gehabt? Da hat er jetzt weniger Glück. Jetzt auch. Showtime. Dann besetzen wir mal die Com Towers hier alle. We've captured a Com Tower. Now our troops will hit even harder. Word, let's go gank the rest of those bad boys. Jake und Rachel kann ich nicht unbedingt so viel machen hier. Ja, mit dem Gold Rush, das lohnt sich gerade nicht wirklich. An deiner Seite, Colin, dass du das schaffen kannst. Den ziehen wir besser mal zurück. Ich spare jetzt ein bisschen Geld, dann kaufe ich mir nächste Runde einen Bomber oder einen Titanpanzer oder sowas. Der wird zwar jetzt meinen Flughafen besetzen, aber mein Gott, den kann ich noch davon abhalten. Und jetzt haben sie auch nur noch zwei Com Towers und in der nächsten Runde gar keinen mehr. Jake und Rachel muss ich hier wirklich nichts machen. So. Einmal Gold Rush bitte. So, wie viel Geld haben wir denn jetzt? 24.000. Das reicht erstmal. Der kriegt weniger auf die Fresse von sowas. Warte mal kurz, du kannst hier besetzen. Dann machst du den da.
dann hätte ich gern hier einen Bomber und weil wir noch genug Geld haben, einen Jagdpanzer. Und so. Jetzt stehen sie da und haben nur noch zwei Speer. Machen wir nur noch ein paar einzelne Infanterieeinheiten kaputt. So, sehr schön. Jetzt kann ich sie auch gleich finishen. Lady Sasha, we found a map to a black hole research laboratory. Well done. It's much closer than I would have expected it to be. Let's transmit this intel to Rachel and have her send out an expansionary force. So. Mach das mal. Dann... Ja, mit euch kann ich immer noch nicht wirklich viel machen. Also ich könnte schon, aber ich will nicht. Das ist einfach unnötig. Mit einem Bomber ist alles gleich wieder viel angenehmer. Mach mal lieber den da kaputt, der hat mehr HP. Da bauen wir noch einen B-Copter und ja, jetzt darf Sascha dann auch nochmal drankommen. Und da kommt der Chugger nochmal kurz ins Feld. Wealth is power. Crashen wir nochmal schnell ihren Powerbar, einfach weil wir es können. Und Sascha macht auch ein bisschen mehr Schaden als Colin. Colin und Sascha sind so ein totales Imba-Team. Vor allem, wenn die mal zu einer Tech-Power kommen, dann ist alles zu spät. Weil ihre Tech-Power ist eine ziemlich krasse Kombination, wenn ihr mal drüber nachdenkt. You must be joking. Did you actually manage to lose this battle? Chugga, at this rate, your incompetence will get you melted down from the shark casings. Chugga, ammo. Battle analysis indicates Candy lost as well. Candy also ammo. Don't be so dim. It's time to retreat. You will not botch the next fight. Yeah, you better run. What's it like to get served by a comm tower? We've got to grab those whenever and wherever we find them. They own. Our strategy was perfect. Now let's head back to headquarters. My nose is frozen. You're gonna let a little frostbite stop you, you big luck? I'm still good to go. You've got the energy to spare, don't you? I'm glad you're on our side. Chrome them. Da
waren 2 Level-Ups drin für Colin und für Jake. Und Jake ist gleich auf Rang 2 aufgestiegen. Und Sascha ist auch kurz vor Rang 1, während Rachel kurz vor Rang 2 hochsteht. Das passt doch. Our sibling bond can never be broken. Yep, that's why we're the best.